Hallo ihr Lieben, Assalamu alaikum. Heute machen wir gesunde Falafel aus der syrischen Art, so richtig schön, einfach und köstlich. Dafür brauchen wir eine Tasse getrocknete Kirscherbsen und weichen sie vor mindestens 12 Stunden ein. Dann abgießen und abspulen. Jetzt geht's an die Zubereitung des Falafelsteig. Und jetzt brauchen wir einen Mixer und zu den Kirscherbsen kommen noch 3 Knoblauchzehen und einfach pürieren. Dazu kommen noch ein Teelöffel Salz und ein Esslöffel Koriander und weiter pürieren. Und jetzt haben wir alle gemixt und unser Teig fertig ist. Danach kommt die letzte Zutat, ein Teelöffel Natron und weiter mixen. Bei Bedarf 1 bis 2 Esslöffel Wasser hinzufügen, bis sich der Teig leicht formen lässt. Jetzt wird der Teig abgedeckt und noch für mindestens 30 Minuten kalt gestellt. Mit Hilfe eines Eislöffels formen wir Bällchen. Dann die Bällchen mit etwa Sonnenblumenöl einfetten, anschließend diesem darüber streuen und das ist optional. Und dann gehen die Dinge vor ca. 20 Minuten bei 80 Grad in die Heißluftfritteuse. Alles alternativ können wir aber auch in den Ofen machen. Und jetzt sind unsere Falafel fertig. Um einen Wrap zu machen, benötigen wir Tomaten, frische Minze, saure Gurke, Tahini und bestimmt Sumak. Lasst das euch schmecken! Für andere Rezepte schreibt ihr bitte in den Kommentar und sehen wir uns bald und ma salama.